Der Begriff islamische Kunst bezeichnet in der Kunstgeschichte die bildende Kunst, die seit dem 7. Jahrhundert unter dem Einfluss der islamischen Kultur in den Gebieten der islamischen Welt hervorgebracht wurde. Auch außerhalb der Grenzen islamischer Staaten entstanden Werke, die der islamischen Kunst zugerechnet werden. Obwohl der Begriff eine Zeitspanne von 1400 Jahren und einen weiten geografischen Raum einschließt. Weiß die islamische Kunst über Zeit und Raum hinweg gemeinsame charakteristische Eigenschaften in ihrer Gestaltung, Musterbildung und speziellen handwerklichen Techniken, auf die sie als solche erkennbar machen. Architektur, Kalligraphie, Malerei, Glaskunst, Keramik, Textilien wie Knüpfteppiche, Metallarbeiten, Gegenstände aus Bergkristall und andere Bereiche der bildenden Kunst sind durch die künstlerische Tradition der islamischen Welt geprägt. Kennzeichen Typisch für islamische Muster und Ornamente ist, dass sie einmal entwickelt und in ihrer Konstruktion verstanden. Zur Ausgestaltung unterschiedlicher Gegenstände aus verschiedensten Materialien verwendet werden, unter anderem in der Architektur, Keramischen Kunst in geprägtem Leder, geschnitzt in Holz oder Elfenbein, auf Metall sowie in Textilien. Ein beliebiger Gegenstand wird durch seine Gestalt und sein Dekor als Erzeugnis der islamischen Kunst erkennbar bildervermeidung, da der Islam nicht nur eine Religion, sondern auch die Richtschnur für die gesamte Lebensweise der Muslime ist. Kann man keine eindeutige Trennlinie zwischen sakraler und profaner Kunst ziehen. Der Begriff islamische Kunst macht diesen engen Zusammenhang deutlich. Trotz der Unterschiede in der islamischen Kunst verschiedener Zeiten und Regionen fällt dem Betrachter die allgemeine Tendenz zum nichtfigürlichen Dekor auf. Obwohl in der 59. Schurgott als der Bildner bezeichnet wird, enthält der Koran kein ausgesprochenes Bilderverbot. Erst mit der Entstehung der Hadith-Sammlungen wurden deutliche Einschränkungen formuliert. Die Handhabung solcher Verbote variiert sehr stark und ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Generell lässt sich aber feststellen, dass die bildliche Darstellung in Kunst und Architektur umso stärker vermieden wird. Je näher das Bau- oder Kunstwerk dem religiösen Bereich steht, glaubensstrenger das Umfeld ist, in dem ein Bau- oder Kunstwerk entsteht. Mehr Menschen der Bereich zugänglich ist, in dem sich ein Bau- oder Kunstwerk befindet. Die Extreme in der Beachtung bzw. Vernachlässigung der Bildervermeidung finden sich in der Verstümmelung vor- oder nicht-islamischer Bildwerke einerseits und der Figurenreichen, Miniatur- und Wandmalerei andererseits. Allerdings scheut man selbst in letzterer meist die Darstellung des Propheten oder lässt ihn zumindest einen Gesichtsschleier tragen. In Verbindung mit der großen Bedeutung des Wortes gleichsam als Träger der Offenbarung führt das Vermeiden bildlicher Darstellungen zu einer überragenden Rolle von Schrift und Ornament. Dabei wird eine Inschrift häufig selbst zum Ornament geometrisch konstruierte Muster sind ein unverkennbares Hauptelement der islamischen bildenden Kunst. Symmetrie ist ein Ausdruck und grundlegendes Werkzeug des menschlichen Verstands, um Informationen zu verarbeiten. In der Musterbildung der islamischen Kunst ist die Spiegelsymmetrie besonders bedeutsam, sowohl in der Komposition der gesamten Fläche als auch eines einzelnen Ornaments. Davis erläutert die Regeln der Symmetrie in der islamischen Kunst im Detail am Beispiel des anatolischen Kilim. Muster charakteristisch für die islamische bildende Kunst ist die Verwendung bestimmter Muster, um eine Fläche dekorativ zu ordnen. Muster sind oft in unterschiedlichen, sich überlagernden Ebenen angeordnet, sodass die Gestaltung einer Fläche abhängig von der Position des Betrachters unterschiedlich wahrgenommen wird. Geometrische Muster sind aus sich wiederholenden vieleckigen oder kreisförmigen Teilflächen aufgebaut die in ihrer Anordnung dem modernen mathematischen Begriff der Parkettierung nahekommen. Im Lauf der Zeit wurden die geometrischen Konstruktionen immer komplexer. Sie können für sich alleinstehend ein dekoratives Ornament bilden, einen Rahmen für andere Ornamente oder den Hintergrund ausfüllen. Arabesken sind flächig stilisierte Rankenornamente aus sich gabelnden Blättern in schwingender Bewegung. Kalligrafische Inschriften bieten zusätzlich zu ihrer dekorativen Gestalt die Möglichkeit, beispielsweise durch Koran- oder Gedichtzitate eine weitere Bedeutungsebene einzubringen. Besonders die geometrisch konstruierten Muster können im Prinzip in die Unendlichkeit fortgesetzt gedacht werden. Eine umgrenzte Fläche bietet demnach nur einen Ausschnitt aus dem unendlichen Muster. Je nach Größenmaßstab kann eine Fläche einen größeren oder kleineren Ausschnitt der Unendlichkeit wiedergeben. Das Muster wirkt hierdurch entweder kleinteilig oder monumental,